Thank you.
Tja, meine Damen und Herren, zwei gewaltige Sätze einer Sinfonie von Franz Schubert, die in die Geschichte eingegangen ist als die unvollendete. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, meine Damen und Herren. Ich habe das Gefühl, dass diese Sinfonie sehr wohl vollendet ist. Mein Name ist Steffen Georgi und ich freue mich sehr, dass ich Sie heute hier im Namen des Rundfunksinfonieorchesters Berlin aus dem großen Saal des Hauses des Rundfunks in Berlin in der Masurenallee begrüßen kann. Das Rundfunksinfonieorchester Berlin spielt heute hier ein Konzert, das Sie hier gerade im Livestream erleben können, das heute Abend auch im Radio gesendet wird, auf Deutschlandfunk Kultur. Und während jetzt die Musikerinnen und Musiker von Schubert auf Anton Bruckner sich umorientieren, sollen auch Sie, meine Damen und Herren, Gelegenheit haben, sich umzuorientieren innerhalb dieses Programmes, was musikalisch ziemlich schwergewichtig ist. Es ist wohl musikologischer Ordnungsdruck gewesen, der dieser Sinfonie von Franz Schubert oder konkret ihren beiden vollendeten Sätzen am Ende den Titel Die Unvollendete mit auf den Weg gegeben hat. Sie ist eben nicht viersätzig geraten, so wie Sinfonien zur Zeit Schuberts und überhaupt der Klassik und der Romantik gewöhnlich zu sein hatten. Erst später in der Musikgeschichte war es legitim, dass Sinfonien etwa von Gustav Mahler auch mehr oder gegebenenfalls bei anderen Komponisten auch weniger Sätze haben durften als diese vier. Schubert hat hier zwei Sätze komponiert, beides langsame Sätze. Es fehlt also der theatralische Effekt des Kontrastes zwischen schnell und langsam. Aber das Programm hinter dieser Musik ist vermutlich ein ganz und gar anderes, ein nicht theatralisches. Es gibt eine Traumerzählung von Franz Schubert aus dem Jahre 1822 und deren erschütternde Quintessenz lautet so. Wollte ich Liebe singen, so ward sie mir zum Schmerz. Wollte ich aber Schmerz nur singen, so ward er mir zur Liebe. So zerteilten mich die Liebe und der Schmerz. Das hat einen Hintergrund, einen konkreten biografischen Hintergrund. Franz Schubert war zur Zeit, als er das gesagt hat, 25 Jahre alt und genauso alt war er, als er begonnen hat, diese Sinfonie zu komponieren. Die Geschichte, auf die sich diese Traumerzählung bezieht, lag aber 10 Jahre zurück. Der 15-Jährige musste am Grab seiner Mutter erfahren, in welcher Weise seine Kindheit zerstört worden war durch seinen eigenen Vater. Franz Schubert, ein von Beginn an kranker oder kränklicher, schüchterner junger Mann, Junge und dann junger Mann, sollte von seinem Vater zu einem strammen Mitglied der österreichischen Monarchie gemacht werden, ein kaisertreuer Mensch sollte aus ihm werden und er hat ihn zu diesem Zweck in ein Konvikt, in ein Internat in Wien gesteckt und als er dort nicht funktioniert hat, wie sein Vater das wollte, ein Dorfschullehrer voller Ehrgeiz und voller Ambitionen, die er selber nicht in seinem Leben verwirklichen konnte, die er aber versuchte in seinem Sohn jetzt umzusetzen, als Franz Schubert nicht funktionierte, schlechte Leistung hatte in diesem Konvikt, hat der Vater ihm das Elternhaus verboten. Er hat ihm verboten, am Wochenende, wenn alle seine Freunde nach Hause durften, nach Hause zu fahren. Er musste in diesem Konvikt, in diesem kasernartig organisierten Internat verbleiben. Und er hat dort nur noch ein Ventil gekannt, es war die Musik. Er hat komponiert, er hat Klavier gespielt für sich ganz allein und hat versucht, als 11, 12, 13, 14, 15-Jähriger mit dieser Situation klarzukommen. Seine Mutter ist an diesem Schmerz gestorben und erst an ihrem Grab konnte Schubert seinem Vater diese strenge Erziehung verzeihen. Aber inwieweit sie hineingewirkt hat in sein gesamtes Leben, meine Damen und Herren, ich glaube, das können Sie aus seiner Musik erkennen und die Sinfonie in H-Moll, Deutschverzeichnis 759, die sogenannte Unvollendete, ist eines der berührendsten Beispiele dafür, wie sehr Franz Schubert uns allen etwas zu sagen hat, indem er selbst aus dem Herzen spricht. Ein Mensch, der
ohne Liebe aufwachsen muss, so wie Franz Schubert es erlebt hat, war in gewisser Form auch Anton Bruckner, der zweite Komponist des heutigen Konzertes. Anton Bruckner, von dem sein Kollege und Rivale Johannes Brahms gesagt hat, den haben die Pfaffen von St. Florian auf dem Gewissen, ist im Grunde auch ein Internatsschüler gewesen, der in einer Situation aufgewachsen ist, wo nur noch die Musik ihm ein Ventil war, eine Möglichkeit, seine persönlichen Emotionen irgendwie in eine Form zu bringen. Bruckner war Organist von Haus aus zunächst und hat als Orgelspieler mit diesem gewaltigen, mit diesem mächtigen Instrument auch sehr viel, wie man so will, wenn man so sagen will, Dampf abgelassen. Er hat dann später die Sinfonie als sein Instrument entdeckt. Und er hat relativ unbeeindruckt von den ästhetischen Diskussionen seiner Zeit an all diesen theoretischen Bedenken, wie eine Sinfonie in der Mitte des 19. Jahrhunderts auszusehen hat oder gegen Ende des 19. Jahrhunderts auszusehen haben sollte, einfach vorbei komponiert. Und er hat eine Reihe von Werken komponiert, insgesamt 9 Sinfonien, von denen die 9. auch eine unvollendete übrigens geblieben ist, die jede auf ihre Weise von den Fähigkeiten des Anton Bruckner künden, nämlich einerseits voller Kraft und voller Energie, voller Wunsch zum Glanz auch des Klanges musikalisch sich auszudrücken, aber auch von großer Zartheit, von großer Behutsamkeit zu sein. Und die Sinfonien von ihm entstanden in einer Art von Schaffensschüben. Er hat immer gleich mehr Werke gleichzeitig auf dem Schreibtisch gehabt, zum Teil Überarbeitungen von älteren Werken, zum Teil auch Neukompositionen. Und wenn er sich dann ausgepowert hatte, ist er in ein tiefes Loch gefallen. Er hat oft über mehrere Jahre in einer Art depressiven Zustand sehr gezweifelt an dem, was er zunächst innerhalb der vorangegangenen Schaffensperiode komponiert hat. Und aus diesen Schüben, moderne Medizin würde vielleicht nüchtern sagen, es gibt manisch-depressive Züge bei Bruckner. In diesen Schüben hat er unter anderem diese Sinfonie Nummer 4 nicht nur komponiert, sondern 3 weitere Male bearbeitet, weil er selbst plötzlich Zweifel hatte und auch von vielen Freunden gehört hat, dass dieses oder jenes nicht gut gelungen sei und die Sinfonie noch einmal verbessert. Manche Musikwissenschaftler sagen auch verschlimmbessert, aber gerade im Falle der 4. Ist eine, glaube ich, sehr gute Fassung entstanden mit der letztwilligen Fassung. Und das Scherzo, der berühmteste Satz, ist ein neu komponiertes. Ich wünsche Ihnen einen spannenden weiteren Verlauf des Nachmittags mit dem Rundfunksinfonieorchester Berlin. Sie waren Camp Brillant und jetzt der Sinfonie Nummer 4 von Anton Bruckner.
Thank you.